Abend. Hier ist ja die Hölle los. Wieso? Wer ist noch da? Na, der Kampnagel. Gerade eben. Und wo ist er hin? Na, da den Gang entlang. Vielleicht sehen sie ihn noch. Alles klar. Kampnagel. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nee, Sie haben mir schon sehr geholfen. Ich muss hier was sortieren. Reisig, Tübke, Polka. Also jetzt ist mir klar, warum ich den ganzen Haufen Bilder aus Bestandsliste nicht gefunden habe. Die waren zur Restaurierung. Ihren Eindruck, Sie haben sich um sie gekümmert. Und jetzt bringen Sie die Bilder lieber schnell zurück, bevor jemand den kleinen Diebstahl aufdecken könnte. Bestände kontrolliert? Doch. Kampnagel. Und dreimal darfst du raten, wer noch. Geiler. Das mit den Bildern habe ich doch längst zugegeben. Aber das war's doch noch. Herr Kampnagel, ich sag's nochmal, der Kunstdiebstahl interessiert uns hier nicht. Es geht um Mord. Also, was hat Dr. Galler mit der ganzen Sache zu tun? Ich hab ihn nicht umgebracht. Er ist ihn draufgekommen, habe ich recht? Ja, aber das hat mit dem Mord nichts zu tun. Sehe ich aber anders. Wahrscheinlich hat er sie sogar erpresst. Er wollte Geld. Sonst wollte er zur Polizei gehen. Er wurde eine Gefahr für Sie und deswegen musste er verschwinden. Ja, da kam der Empfang wie gerufen. Sie haben Galler um ein klärendes Gespräch gebeten, haben ihm die K.O.-Tropfen ins Glas getan. Hat raus mit ihm aufs Dach. Naja. Der Rest war ein Kinderspiel. So ein Schwachsinn. Er hatte sein Geld doch bekommen. Ich hab Galler nicht umgebracht. Alles Werke von Künstlern der Leipziger Schule. Aber leider haben wir überhaupt keine Beweise. Ich habe gerade mit der Ex-Frau von Galler in Wien telefoniert. Der hat schon mal einen Selbstmordversuch unternommen. Galler, bist du sicher? Vor gut 2 Jahren. Sie hat ihn gefunden. Er hat eine Überdosis Schlaftabletten genommen. Schönbrunn hat mir erzählt, dass Galler in Wien ein völlig unauffälliger Patient war. Also ich finde nicht, dass ein Selbstmordversuch dazu passt. Naja, aber so ein psychologisches Profil ist alles denkbar. Ja, warte mal, nicht nur Kampnagel und die Schüttke hatten Gallers Probleme. Da ist was dran. Sie kannte seine Probleme besser als er selbst. Ja, aber was hätte sie für ein Motiv? Leider, es dauert noch ein bisschen. Die Patientin muss gleich rauskommen. Ist kein Problem. Kaffee? Gerne, danke. Bitte. Arbeiten Sie schon lange für Frau Dr. Schönbrunn? Ich war schon bei Frau Kosa. Kosa, das ist die Vorgängerin. Patricia Kosa. Aber jetzt mit Frau Schönbrunn ist alles viel besser. Die Patienten sind sehr zufrieden. Wir haben eine lange Warteliste. Dann muss sie eine gute Therapeutin sein. Die beste. Haben Sie auch Milch? Ich guck mal, was sich machen lässt. Danke. Ja? Herr Kommissar, grüß Sie. Wie geht's? Gut. Gibt's Neuigkeiten? Ja, wir haben den wahrscheinlichen Täter. Gratuliere. Wussten Sie, dass Herr Galler vor 2 Jahren einen Selbstmordversuch unternommen hat? Ja.
Sie sagten, er sei ein völlig unauffälliger Patient. Aus psychologischer Sicht schon. Sie sagen, er selbst Versuch, reiner Appellcharakter. Ah. Aber sich erhängen wollen, ist das nicht schon mehr als ein Appell? Nicht, wenn man so inszeniert, dass man dabei entdeckt wird, Herr Kommissar. War letztes Jahr im Sommer. Es ging mir gesundheitlich nicht gut und deshalb wollte ich meine Praxis aufgeben. Und wie hat Frau Schönbrunn davon erfahren? Ich hatte eine Anzeige in einer Fachzeitschrift. Also erst haben wir längere Zeit verhandelt und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Ist Ihnen dabei irgendwas aufgefallen? Nein, nichts. Sie hat ohne große Diskussion meine Bedingung akzeptiert und den Übernahmepreis pünktlich bezahlt. Und die Übergabe selbst? Ja, wie ich schon sagte, ich musste die Praxis aus gesundheitlichen Gründen schließen. Und ich bin dann sofort danach für 2 Monate an die Ostsee gefahren, in ein Sanatorium. Und Frau Schönbrunn hat 14 Tage später wieder eröffnet. Das heißt, Sie waren bei der Wiedereröffnung gar nicht dabei? Nein. Sind Sie danach noch mal in Ihrer Praxis gewesen? Also ich hatte das Gefühl, dass ihr das nicht recht war. Sie hat 3-mal abgesagt. Gut, ja, wenn Ihnen noch was einfällt, dann melden Sie sich bitte bei mir. Danke. Man von Teufel spricht. Darf ich mal sehen? Ist das Frau Schönbrunn? Ja, das ist sie. Das ist sie nicht. Natürlich ist sie das. Also die Frau sieht ihr zwar ähnlich, aber das ist definitiv nicht Frau Schönbrunn.